Good morning. Nice to see you. Nice to be here again, St. Vergnügen. Ich bin derzeit nicht so oft in Deutschland, nur ein-, zweimal im Jahr. Und von daher ist die Sprache vielleicht ein bisschen holprig, zumal meine Folien sind auf Englisch. Oh, danke. Super. Ein bisschen, worum es hier heute geht. Und ein bisschen Austausch, was wir lernen und wie wir über diese ganze Katha-Sache denken. Und wir lernen auch immer weiter. Und es ist auch sehr schön, dass in sehr vielen Ländern, das Buch gibt es mittlerweile in 14 Sprachen. Und das Schöne daran ist, dass man dadurch einen Austausch bekommt und verschiedene Personen und Organisationen benutzen die Vorgehensweise in verschiedenen Ländern und so weiter. Aber jeder macht es so ein bisschen anders, beziehungsweise auf seine oder ihre Art und Weise. Und dadurch entsteht ein Lerneffekt. Und da möchte ich auch ein bisschen auch austauschen, vielleicht was sind so Grundsätze, die für uns wichtig sind. Also Teaching the Improvement Kata oder absichtliches Üben, um eine wissenschaftliche Haltung zu entwickeln. Ich glaube, da geht es eigentlich, darum geht es eigentlich. Diese Präsentation, ich möchte ein bisschen über wissenschaftliches Denken, Scientific Thinking sprechen oder diese Haltung. Und der zweite Punkt, wie können wir überhaupt unsere Haltung, unsere Art des Denkens, unsere Art des Handelns, wie können wir sowas überhaupt ändern? Spezifisch, wir haben schon lange Zeit Management-Konzepte. Ich glaube, es handelt sich hier auch zunehmend um Management. Ich glaube, die Diskussion wird immer größer im Fachmanagement, dass wir brauchen ein anderes oder wir müssen unser Management-Modell ändern, wir brauchen ein anderes Modell. Konzepte wie Systems Thinking, lernende Organisation oder Lean Thinking gibt es jetzt auch so 20 Jahre. Die Konzepte mögen alle stimmen, aber ich möchte mich mehr hierum kümmern. Wie können wir solche Konzepte eigentlich umsetzen? Wie können wir sie in die Realität bringen? Denn Konzepte alleine, wie wir wissen, einige davon gibt es schon sehr lange, Konzept erstellen alleine bringt es nicht, dass wir uns irgendwie verändern. So, als erstes auch eine kleine Übung. Wenn Sie bitte laut einfach lesen würden, was da steht. Können Sie das lesen? Können Sie das lesen, okay. Eigentlich erstaunlich, denn da steht ja gar nicht, können Sie das lesen. Das Erstaunliche ist, dass unser Gehirn da die Lücken einfach automatisch einfüllt. Nachfüllt, nachschüttet und so. Zuschüttet. Zuschüttet. also eigentlich gar nicht so schwierig, das zu lesen, obwohl die Lücken da sind. So, jetzt nochmal laut lesen, was Sie sehen. Voreilige Schlüsse. Okay, ich habe versucht, einen deutschen Begriff zu finden, das funktioniert. Auch hier füllt unser Hirn die Lücken ein, aber in diesem Fall falsch gefüllt. Ja, also in der ersten Instanz waren Lücken, die haben wir nachgefüllt und das hilft uns weiter. In dieser Instanz der gleiche Effekt, wir können es lesen, obwohl eigentlich nicht alles da ist. Die Lücke wird gefüllt durch das Hirn automatisch, aber in diesem Fall vielleicht nicht ganz richtig. Ja. Und das ist halt interessant, wir haben, jetzt brauche ich ein deutsches Wort für Biases. Ich habe, bitte? Verzerrung. Verzerrung, okay, ja, interessant. Kann man sagen Voreingenommenheit? Wahrnehmungsverzerrung, das finde ich gut, okay. Wir haben diese natürliche, also wichtig ist eigentlich das Wort natürlich, wir haben diese natürliche Wahrnehmungsverzerrungen, Dankeschön. Das heißt, was jeder von uns sieht und denkt, wird durch diese Wahrnehmungsverzerrungen beeinflusst. Und natürlich das Interessante daran ist nicht nur, dass die beeinflusst werden, das geschieht ohne, dass wir das merken. Ja, das ist im Unterbewusstsein. Das heißt, unser Gehirn versucht, wenn es unfamiliar, unbekannte, danke schön, gut, dass Sie vorne sitzen, wenn wir unbekannte Informationen begegnen, ja, schüttet das Gehirn nach. Ja? Also irgendwie versuchen wir sehr schnell einfach zu festzustellen, was das ist. Ja? Unsere neurologische Bahnen, sagen wir mal, und neurologische Mechanismen sind getrimmt darauf, auf oberflächliche Erscheinungen sofort zu reagieren.
Also diese oberflächliche Information, die man bekommt, da entscheiden wir mit. Wie gesagt, das merken wir gar nicht. Es ist ein natürliches Vorgehen. Und dann tendieren wir natürlich dazu, ungeprüfte Annahmen als Fakt weiterzugeben. Ja. Nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich das als Kritik oder kritisch meine. Diese Mechanismen helfen uns, durch den Tag zu kommen. Ja. Es ist, das Gehirn findet es, übrigens, jetzt spricht ein Ingenieur über das Gehirn, also bitte mit Vorsicht genießen, ja, also vielleicht ein bisschen Sternchen in den Notizen machen, könnte stimmen. Wenn wir an jeder Stelle bewusst nachdenken müssen, wären wir sehr schnell überfordert. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn Sie zum ersten Mal Auto fahren, wo üben Sie, wo fahren Sie das erste Mal? Parkplatz, Feldweg, ja. Bitte? Übungsplatz, genau. Warum? Warum nicht direkt auf der Straße? Bitte? Ja, genau. Den anderen zuliebe. Den anderen zuliebe. Das heißt, man muss sich eigentlich voll darauf konzentrieren, wo ist die Bremse? Drei Pedale, der mittlere, ah ja, dankeschön. Ja. Blinker, Anlasser, Spiegel, das ist alles neu. Ja, und die Aufmerksamkeit, die wir haben, die Kapazität, die ist voll damit beschäftigt. Heute, wenn Sie Auto fahren, worauf richten Sie Ihre Aufmerksamkeit? Aha. Also du bist noch auf dem Parkplatz. Auf das Geschirr. Aufs Telefongespräch, auf die SMS, die man gerade schreibt. Ja, genau. Eigentlich genau der Punkt. Ne? Also wir konzentrieren uns jetzt auf den Verkehr und wir denken nicht mehr nach, wo die Bremse ist. Also wir haben eine sehr begrenzte Kapazität hier oben, unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas zu richten. Das heißt, dass wir sehr schnell einschätzen, hilft uns, durch den Tag zu kommen. Stellen Sie sich vor, wenn man an jeder Stelle über jedes konsequent absichtlich überlegen müsste, da kämen wir gar nicht durch den Tag. Ja? Sehr schwierig. Aber das ist natürlich auch, wo Probleme anfangen können. Dass wir Schnellschüsse machen und daran auf Basis dessen dann handeln. Ja? Ich finde diesen Aufkleber ganz gut, don't believe everything you think. Ja? Also ich habe den für mich dahingestellt. Und das führt dann dazu, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich glaube es aber ähnlich, in den USA, ach, ich kann den Bildschirm ja hier sehen, wir werden schon als Kinder beigebracht, dass der beste Weg, diese erstaunlichen menschlichen Fähigkeiten, die wir haben, der beste Weg, sie zu nutzen, ist, wenn man ein Team hat, dann bringt man das Team zusammen und dann diskutiert man die Sache. Und die besten Ideen werden rauskommen. Wir machen vielleicht ein Brainstorming, wir machen vielleicht eine auf der Metaplan-Tafel ein Abstimmen, aber wenn wir mehr Köpfe im Raum haben, kommen wir in die besten Ideen. Das heißt, dieser Effekt widerspricht in etwa die Idee, dass wir unsere Fähigkeiten nutzen, indem wir uns zusammensetzen und die Sache diskutieren. Denn es gibt immer eine Wissensgrenze, sie ist immer da. Ja? Und wenn wir diskutieren, diskutieren wir eigentlich nur hier. Also ich glaube, Sie könnten am besten jetzt noch gehen, das ist eine Warnung, denn Sie werden verdorben. Wenn Sie ein politisches Vorgehen betrachten, nachdem Sie die Kata üben und Sie sehen Politiker argumentieren über was wird passieren, wenn wir den Schritt nehmen, das können Sie nicht mehr ansehen. Wenn Sie in einer Meeting sind und Leute diskutieren über was passieren wird, wenn wir diese Lösung einführen, Sie können nicht mehr sitzen bleiben. Sie werden nicht mehr in diesem Meeting sein können. Wenn Sie am Stammtisch sind und es werden einfach Meinungen herumgeworfen, Sie können nicht mehr da bleiben. Also wenn Sie jetzt noch gehen, haben Sie schönes Leben. Remember the Matrix? In Matrix, ne? Also wenn Sie die Tablette schlucken, dann ist es zu spät. Also unsere Diskussion ist hier, aber der Weg, wo wir hinwollen, ist bis hier und wir sehen vieles nicht. Ja? Also es gibt immer diese Wissensgrenze. Und das ist der Punkt, an dem wir keine Facts, Fakten, naja, gut, keine Fakten, keine Daten haben und wir fangen an eigentlich, wir merken es gar nicht, aber wir fangen an zu guess, zu vermuten, wow. Können Sie mitreisen? Wenn wir, das wäre richtig gut. Bitte?
Was wir an dieser Wissensgrenze eigentlich tun sollten, erstens sollten wir zugeben, anerkennen, danke schön, dass es eine Wissensgrenze gibt. Und das ist verdammt schwierig. Es wird einfacher durch Übung. Dann fängt man an, überall die Wissensgrenze zu sehen, auch im persönlichen Leben. Und die ist viel näher dran, als wir denken. Ja, die ist in etwa da. Ja. Ich glaube, wenn man kurz vor dem Sterben merkt man, ich weiß gar nichts. Ja. Aber, und wenn man jung ist, ist die Wissensgrenze ganz weit draußen. Also erstmal, wie war das Wort? Anerkennen, dass es eine Wissensgrenze gibt. Und zweitens dann da stoppen, nicht mehr Diskussion, sondern zu sagen, lass uns jetzt unser nächstes Experiment planen. Wie werden wir weiter, wir sehen weiter hier in diese Grauzone hinein, indem wir experimentieren. Ja? Und es ist eine Kunst, es ist eine Fähigkeit, die gerade geübt wird in Cutter-Kreisen. Wie können wir schnell preiswert experimentieren? Und Gerhard und ich staunen eigentlich, denn wenn wir anfangen mit Personen, heißt es, ach, die Idee zu testen, das braucht ein paar Wochen. Ja? Und wenn wir dann zeigen, komm, lass uns mal gehen, man nimmt die Leute an die Hand und sagt, komm, wir können das jetzt sofort testen. Ja, wie? Und dann macht man das ganz einfach, ganz billig. Der Test ist nicht 100% wasserdicht, das ist natürlich, aber man bekommt Informationen von diesem Test und so sieht man weiter hier rein. Wir merken, es ist fast so, als ob wir die Leute Permission, das Erlaubnis geben, so zu testen. Und nachher haben sie dann eine richtige Freude dran, ich kann eine Idee in 2 Stunden testen. Und so sehen wir dann weiter. Und das ist im Grunde genommen wissenschaftlich. Das heißt, der wissenschaftliche Prozess kann uns nicht sagen, was da drin ist. Das kann uns eigentlich keiner sagen. Der wissenschaftliche Prozess kann nur bestätigen oder widerlegen. Das ist das Einzige, was er machen kann. Und so tasten wir uns schrittweise vor und jedes Experiment wird entweder bestätigt oder widerlegt und damit fangen wir an zu lernen, was hier drin ist und können dann dementsprechend handeln, um unser Zielzustand zu erreichen. Übrigens, wenn wir die Chefetagen zeigen, sagen wir natürlich immer, dieser Zielzustand hat einen Termin und der Termin ist fest. Es ist nicht so, dass man einfach vor sich hin experimentiert, bis man dann irgendwann da ist. Darum geht es hier nicht. Also auch bei Toyota ganz knallharte, herausfordernde Zielzustände mit Termin, der eingehalten werden muss. Aber innerhalb diesen Rahmen kann man experimentieren. Innerhalb diesen Rahmen gibt es viele Fehlschritte, aber das sind klitzekleine Fehlschritte. Und durch diese Fehler lernen wir dann genau, was wir tun müssen, bis wir hier ankommen. Es ist so viel anders, als wenn wir jetzt hier sind im Meeting Room und machen einen Plan. Ja? Wir machen einen Plan, wie wir da hinkommen, aber es gibt ja so vieles hier, was wir gar nicht sehen, was gar nicht in dem Plan berücksichtigt ist. Und letztendlich, wenn wir nicht vorsichtig sind, führt jeder seinen Plan, also seinen Teil des Planes aus. Wir kommen nicht an den Zielzustand heran, aber jeder hat das getan, was er tun sollte, wofür er oder sie im Plan stand. Ja? Also es ist nicht wissenschaftliches Handeln. Das funktioniert im Grunde genommen nur, wenn wir einfache Ziele haben, wo der Weg relativ bekannt ist. Wenn Sie eine Geburtstagsfeier planen, das haben wir schon mal gemacht, da brauchen Sie nicht wissenschaftlich zu handeln. Holen Sie die Dekorationen, hol du den Kuchen, mach du die Einladungen, ja, kannst du den Raum bestellen, etc. Da wissen wir schon, wie es geht. Ja, da brauchen wir keine wissenschaftliche Methode. Aber ansonsten, wie sehen wir, was hier zu tun ist? Durch dieses Experimentieren. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben diese, das muss ich mir aufschreiben. Was war das Wort für Bias? Wahrnehmungsverzerrungen. Schöne lange Worte in Deutsch. Hier oben in Feingen gibt es Hubschrauber, Rettungsdienst, auch so lange Worte, richtig. Ja. So, da wir diese Wahrnehmungsverzerrungen haben, was kann denn der Manager überhaupt machen? Das heißt, alles, was wir sehen, wird beeinflusst durch unsere Wahrnehmungsverzerrungen. Was ich sehe, was Sie sehen, ja, was meine Mitarbeiter mir sagen, das sind Meinungen, es sei denn, sie bringen Daten mit, das sind oft Meinungen, das sind auch
Aussagen, die durch Wahrnehmungsverzerrungen geschleust sind. Ja? Und wenn ich als Manager irgendwas sage, beeinflusse ich ja das Team ja eigentlich nur in eine Richtung, dass meine Wahrnehmungsverzerrung wiedergibt. Ja? Also damit möchten wir den dritten Katapraktiker-Tag beenden. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, aber die Hoffnung müssen wir aufgeben. Es gibt eine Lösung, und zwar der Manager kann sich darauf konzentrieren, wie die Mitarbeiter arbeiten, nicht so sehr auf den Inhalt, woran sie Mitarbeiter arbeiten. Der Manager muss nicht sagen, tue das, hier ist die Lösung. Der Manager kann sich vielmehr darauf konzentrieren, wie handeln meine Leute, welches Muster von Denken und Handeln benutzen meine Leute, mein Team, während sie arbeiten. Und wir haben ein Muster, ein wissenschaftliches Muster, das Manager lehren können durch Üben. Und das ist halt diese Verbesserungskata. Das ist einfach ein Begriff, den wir verwendet haben. Bei der Forschung ging es darum, was macht Toyota in ihrem Management-System oder in ihrer Management-Art und Weise, was wir nicht sehen. Zu sehen gibt es ja offenbar viele verschiedene Sachen. Die Forschung, das waren so 6 Jahre, wir versuchten tiefer reinzugehen und zu verstehen, was ist denn das Muster, wie handeln Manager bei Toyota? Jetzt nicht offenbar, sondern mehr so die Denk- und Handlungsweise. Und wie das typisch ist in der Forschung, dann erstellt man ein Modell, das ist das Modell, das erstellt wurde, und das gibt man dann einen Namen. Ja. Und übrigens, alle Modelle sind fehlerhaft. Ja. Alle Modelle sind fehlerhaft, weil sie versuchen, eine Realität darzustellen. Das ist also eine Bemühung, eine Realität, der unter der Oberfläche bei Toyota stattfindet, darzustellen. Ja, das ist diese Verbesserungskarte. Ich werde hier nicht ins Detail reingehen, also es ist eine gewisse wissenschaftliche Handlung. Die Frage ist dann, was ist eine Kata? Vielleicht kennen Sie das schon. Ich kannte das Wort nicht. Es passte halt so gut zu dem, was Toyota macht. Eine Kata ist eine strukturierte Routine, die man übt, bewusst übt, ja, damit es eine Gewohnheit wird. Das Muster der Kata eine Gewohnheit wird und dadurch bekommen Sie neue Fähigkeiten. Warum ist Kata überhaupt wichtig? Warum ist das von Bedeutung? Es ist eine uralte Art und Weise, wie man Fähigkeiten und Haltung weitergeben kann, durch physisches Üben. Es gibt ein paar Geschichtsbücher über Kata, also wenn Sie Kata-Bücher suchen, das sind meistens so Karate-Bücher oder sowas, ich habe mit Kampfsport nichts zu tun, aber es gibt ein paar Bücher, die beschreiben, wie das eigentlich ursprünglich eine Technologie, sagen wir mal, oder eine Vorgehensweise war, um Denk- und Handlungsweisen, Fähigkeiten weiterzugeben. Damals gab es keine Bücher, keine Videos, ja, und einfach zu sagen, ich sage dir, wie man es anders macht, das reicht nicht. Konzepte alleine reichen nicht. Das heißt, durch physisches Üben kann Gerd irgendwas, eine Eigenschaft, die ich habe, dann annehmen. Und das wurde dann auch bei den Griechen verwendet. The Phalanx, sagt man Phalanx? Diese Phalanx, diese griechische Kampfart, ja, die wurde ja auch durch Üben weitergegeben, die war dann unschlagbar. Es ist im Grunde genommen, was Toyota macht. Wenn wir eine gewisse Denk- und Handlungsweise entwickeln durch physisches Üben, dann sind wir wie ein griechischer Phalanx. Ja, ja. Nur in diesem Fall ist der Kampf wissenschaftlich oder nicht wissenschaftliches Handeln. Ja, also nicht Schild und Schwert. Schild und Schwert sind wissenschaftliches Handeln in diesem Fall. Ja. Lass uns doch einmal versuchen. Jeder braucht einen Stift. Ich habe auch einen. Lass uns einfach mal mit Kata versuchen. Würden Sie auf Nummer 2 schalten? Hier sind die Instructions, die Bedienungsanleitung. Ja. Nehmen Sie einen Stift. Ja. Ihr Ziel ist, den Stift, so wie wir es gleich im Video zeigen, in den Fingern zu drehen. Ja. Ich werde dieses 45-Sekunden-Video eine Zeit lang zeigen. Vielleicht stoppen wir es ein bisschen. Bitte versuchen Sie, den Stift in Ihren Fingern, so wie gezeigt wird, zu drehen, zu spinnen. Ja. Versuchen Sie bitte, drehen Sie Ihren Stift, so wie es gezeigt wird. Let's go. Britta, komm. Versuchen Sie es mal. Es ist wichtig, dass Sie es versuchen.
Ja, ich höre. Ja, ah, ist gut. Okay, so, vielen Dank für den Versuch. So, jetzt mit den Händen. Wie viele von Ihnen sind confident, zuversichtlich? Sicher oder zuversichtlich, Sie könnten das tun? Ja, okay. Ja. Und die zweite Frage, wie motiviert sind Sie, um tatsächlich daran zu arbeiten? Okay, okay, hält sich in Grenzen. Das ist ein bisschen was mit Lean oder diesen anderen Management-Konzepten im Gange ist. Das heißt, was tun wir mit Lean oder mit diesen neuen Management-Konzepten, die gar nicht mehr so neu sind? Ja? Wir versuchen, unser Verhalten, unsere Denkweise zu ändern. Das ist eigentlich das Ziel. Ja? Wir wollen neue Gewohnheiten schaffen. Wie machen wir das? Wir haben sehr viele Prinzipien und wir haben sehr viele Konzepte, genau wie im Video. Da ist ein Konzept. Bitte drehen Sie den Stift, wie es da gemacht wird. Es gibt viele Lean-Bücher, von meinen Kollegen geschrieben auch, die beschreiben, wie eine Profi-Lean-Person bei Toyota handelt. Ja? Das wäre so, als ob Sie möchten jetzt Geige lernen. Ein Moment, eine Geige haben Sie. Hier ist ein Buch, wie ein Profi-Geiger spielt. Ja? Das möge alles stimmen, was da drin steht, aber es hilft nicht weiter. Da fehlt was. Okay. Können Sie auf den nächsten irgendwie, will er nicht. Aber der Sound ist gut. Ja, jetzt. Okay, das heißt, gut, wir haben so generelle Aussagen. Wenn Sie coachen, stellen Sie bitte offene Fragen oder sokratisch. Das ist nur ein Konzept. Das hilft uns nicht weiter, unser tatsächliches Verhalten zu verändern. Oder Toyota hat ein A3-Format. Das ist das Sichtbare bei Toyota. Das kopieren wir. Hier benutzen Sie das A3. Aber da steckt was dahinter. Ja? Das heißt, die sind alle korrekt, aber Konzepte alleine reichen nicht aus. Lass uns jetzt das Experiment ein zweites Mal machen, nur diesmal mit einer Kata. Okay? Gehen Sie bitte mit mir durch die Schritte durch. So. Startposition, wir gehen mal ein paar Mal durch. Sie nehmen den Stift und Sie haben Ihren Zeigefinger und den, wie heißt der, der dritte Finger? Ringfinger. Zeigefinger und Ringfinger Finger unter dem Stift, wie Sie sehen im Bild, und den mittleren Finger obendrauf. Okay? So. Das ist die Startposition. Zweiter Schritt. Ziehen Sie den Ringfinger zurück und drehen Sie den Stift um den mittleren Finger herum mit den anderen Finger. Dritter Schritt. Wenn der Bleistift rumkommt, dann den Ringfinger obendrauf. Ja. So, und jetzt vierter Schritt. Now, jetzt nehmen Sie Ihren Zeigefinger zurück. Drehen Sie den Stift nochmal rum. Und wenn er rumkommt, dann den Zeigefinger wieder drunter. Ich gehe mal zurück, machen wir es nochmal. So, Startposition, Zeigefinger und Ringfinger unten, mittlerer Finger oben drauf, Starting Position. Zweiter Schritt ist, ziehen Sie den Ringfinger zurück und drehen Sie den Stift rum, legen Sie dann den Ringfinger oben drauf. Vierter Schritt, ziehen Sie den Zeigefinger zurück. Drehen Sie den Stift und machen Sie den Zeigefinger unter den Stift. Okay, so, wer möchte kurz anleiten, die Gruppe, auf die Tonspur zumindest? Britta? Ja? Gerd, lese einfach ab. Wie sollen wir es machen? Weise die Gruppe an. Was ist der erste Schritt? Also den mittleren Finger auf. Komm mal hoch, ja. Okay. Mike. So. Ich brauche einen Coach. Erklär mir, was ich machen 10 Jahre soll. Mike. Oder erklären Sie mir, erklären Sie uns, was wir machen sollen. Sie sagen es uns. Okay. Was sollen wir tun? Rechter Ringfinger weg. Ringfinger weg. Ringfinger weg. Stift drehen. Drehen. Danke. Und drauf. Okay. Und jetzt? Zeigefinger ganz zurückziehen, gefährlich. Dann drehen. Darf man verrutschen irgendwie? Und dann drunter. Okay, gut, danke. Gerne. Okay. Jederzeit wieder. So, zwei Fragen. Nach ein paar Minuten von dieser Art von Übung, wie viele sind confident,
confident, zuversichtlich, das könnten Sie schaffen. Aha, interessant. Und jetzt, wo wir einige Schritte geübt haben, oder jetzt, wo wir einige Schritte haben, die wir folgen können, eine strukturierte Routine, wie viele von Ihnen sind motiviert, das mal daran zu arbeiten? Ja, ist erstaunlich. Ne? Ist erstaunlich. Also, was ist anders? Ja, wir haben immer noch das Konzept, wir haben das Video, wo der, das ist übrigens nicht mein Schlafzimmer mit dem Bett, das da nicht gemacht ist, das habe ich im, auf YouTube gefunden. Ja. 5S in meinem Schlafzimmer. Was ist anders? Die Konzepte sind noch da, wir haben aber hier reingesteckt eine strukturierte Routine für Anfänger, dass Anfänger, die Anfänger üben können, beziehungsweise eine Kata. Ja. Das ist der einzige Unterschied, wenn wir dieses Ziel haben. So. Also die Rolle einer Kata, es ist eine Startposition, um zu üben und zu lehren. Ja, also Anfänger üben die Kata ziemlich stringent nach. Hat jemand hier mal Kampfsport gemacht? Ja, wie ist es, wenn man anfängt? Der Meister sagt, nochmal, nochmal, glaube ich. Also so wurde es mir erklärt. Und viele sagen, oh, das war ja, und es war nicht so spaßig. Mach es genau. Ja. Und viele Leute, die wir oder Unternehmen, die wir treffen, die scheitern gerade an dieser Stelle. Sie wollen sofort Profi sein. Sie wollen nicht die Übungen erstmal ganz steif durchmachen. Ja. Wollen sofort den Stift drehen können. Wollen sofort coachen können. Wollen sofort lean sein können. Ja. Dieser Fehler führt dazu, dass man für immer und ewig ein Anfänger ist. Ja. Sie wollen sofort profihaft. Sie wollen sofort Stairway to Heaven spielen. Nicht die Skalen auf der Gitarre zuerst. Ja. Es ist halt für Anfänger und wenn man dann etwas weiterkommt, dann kann man anfangen zu variieren und dann entwickelt man den eigenen Stil und kann man auch in dem eigenen Unternehmen eine eigene Kata oder Vorgehensweise entwickeln. Es ist halt ein Anfangspunkt für Anfänger. Okay, so. Die Verbesserungskata ist also ein wissenschaftliches Muster, das strukturierte Übungsmuster beinhaltet, Übungsroutinen beinhaltet. Also die Verbesserungskata ist nicht nur ein Modell, das wäre noch nicht weit genug gegangen. Am Ende der Forschung hatten wir ein Modell, das modelliert dieses Verhalten im Management bei Toyota. Aber das Buch behandelt zwei Fragen. Die erste Frage ist, was sind diese unsichtbaren Routinen in dem Denken und in dem Handeln bei Toyota, in Toyotas Managementsystem? Ich glaube, die Frage haben wir relativ gut beantwortet. Da gibt es noch mehr zu lernen. Ich kümmere mich nicht mehr um diese Frage. Denn die zweite Frage, die das Kata-Buch versucht zu beantworten, ist, wie können wir solche Denk- und Handlungsweisen in anderen Organisationen entwickeln? Und das ist die Frage, die uns zu 100, oder mich zumindest, zu 100%ig jetzt beschäftigt. Das ist auch der Grund, warum wir hier sind, auf den Kata-Praktiker-Tag. Das heißt, die Verbesserungskata ist einmal ein Modell, aber es reicht nicht nur ein Modell zu haben, das ist ja nur ein Konzept, sie beinhaltet strukturierte Übungsroutinen und dadurch wird es transferierbar. Das ist dieses Practical Application, ja, diese zwei Teile. Wir haben ein Konzept, wir haben ein Modell, wir haben aber auch strukturierte Übungsroutinen, an denen wir ständig feilen und wo wir uns weltweit austauschen. Diese Übungsroutinen werden immer präziser, immer besser und es gibt eine Vielfalt von Routinen, weil immer mehr Organisationen sich mit der Kata beschäftigen. Das heißt, oben sehen Sie ein Modell, aber wir brauchen dazu auch diese spezifische Übungsroutine. Das ist wichtig für den Transfer, für die Entwicklung von Fähigkeiten. Darum geht es mit einer Kata. Dadurch wird der Manager ein Coach. Das ist ein interessanter Effekt von diesen Übungsroutinen, die hier unten dargestellt sind, also bildlich dargestellt sind, dass der Manager hierdurch ein Coach wird. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Manager. Ein Manager ist ein Lehrer. Immer. Ja, ob man es weiß oder nicht, man bringt Leute eine Art des Denkens und Handelns bei, täglich. Ja. Auf der rechten Seite ist der Manager ein automatischer, unbewusster Lehrer. Die Organisation, ihre Firma hat eine Kultur und der Manager verstärkt oder lehrt diese Kultur täglich. Das heißt, durch diese Schleife hier, ihre Organisationskultur bestätigt sich, verstärkt sich im Grunde genommen täglich. Es ist auch nicht schlecht. Es wäre ja blöd, wenn die Kultur sich tagtäglich ändern würde. Ja? Aber mit
diese konkrete, funktioniert ganz gut jetzt übrigens, danke. Ja, nicht nur das Schlechte, ne? Übrigens, also diese Cutter-Sache führt uns so viel weiter. Das hat ja mit Hirnforschung zu tun. Und irgendwann merkt man, worauf man sich konzentriert, die Sachen, die man denkt, die Sachen, die man ausübt, machen ihre Persönlichkeit aus. Ich kann nicht mehr Auto fahren und dann diesen Blödmann vor mir anschimpfen. Das geht nicht, weil ich dadurch nur meine Persönlichkeit beeinflusse. Ja? Und wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, dass das zeitweise nicht funktioniert hat, dann wird das meine Persönlichkeit. Wie gesagt, diese Cutter-Sache. Sie können jetzt noch gehen. Also ich sage es nochmal ausdrücklich. Hier mit einer Übungsroutine wird der Manager ein Coach, zieht die Coachmütze an und jetzt wird bewusst geübt, eine spezifische neue Vorgehensweise wird bewusst geübt, um eben diese Kultur zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist so in etwa, wo wir sind. Das läuft schon einige Jahre lang. Wie erfolgreich ist man, eine Kultur zu ändern, eine Firmenkultur zu ändern, ist schwierig. Und ich glaube, das ist so gerade die Experimentierlage. Vielleicht werden wir heute ein bisschen darüber hören. Ja? Also es ist noch nicht fertig. Es ist nicht einfach, man übt ein paar Mal und dann hat die Firmenkultur sich geändert. Da sind sehr viele Sachen, die gegensteuern. Ja? Kulturveränderung ist nicht einfach. So, lass uns das doch mal anschauen. Wir haben ja noch 20 Minuten. Lass uns mal anschauen, wie dieses aussieht. Hier ist der Manager ein Coach. Es werden spezifische Routinen geübt und zwar relativ strukturiert am Anfang. Wenn Sie, was Sie sehen werden in diesem Video, ist ein Coaching-Zyklus im vierten Schritt der Verbesserungskarte. Das heißt, diese drei Schritte hat der Lerner schon erledigt. Das ist die Planungsphase sozusagen. Wo wollen wir denn überhaupt allgemein hin? Was ist der Ist-Zustand? Ich erstelle einen nächsten herausfordernden Zielzustand. Und dann geht es darum, in diese Umsetzungsphase der Verbesserungskata iterativ, wissenschaftlich auf diesen Zielzustand, der einen Termin hat, hinzuarbeiten. Ja, also was Sie im Video sehen werden, der Lerner hat ein Board. Das Board ist nicht so wichtig. Ja? Es ist einfach ein Format, den wir am Anfang benutzen und wir benutzen ihn genauso. Jeder hat das gleiche Board am Anfang. Ihre Boards in einem Jahr, zwei Jahre sehen natürlich anders aus, die passen dann. Wir fangen einfach mit dieser, das ist Skalen wie in Musik oder Sport, ne? Wir üben erst ganz fokussiert. Sie werden sehen, wie der Lerner diesen PDCA-Zyklus, PDCA Cycles Record, benutzt. Der Lerner benutzt das, um die Experimente bzw. den nächsten Schritt einmal zu planen und dann zu reflektieren. Das heißt, ich plane, was will ich als nächsten Schritt machen und was erwarte ich von dem Schritt. Die Erwartung ist wichtig, um wissenschaftlich zu handeln. Dann wird ein Coaching-Zyklus gemacht, dann wird das Experiment durchgeführt. Dann reflektiert man, was ist denn überhaupt passiert, was habe ich gelernt und das führt zum nächsten Experiment. Jede Zeile in diesem Formular ist ein Experiment. Ganz einfaches Formular. Sie werden auch sehen, dieses Hindernis-Parking-Lot, Obstacle-Parking-Lot, das haben wir vor 18 Monate oder so begonnen zu verwenden. Wir arbeiten sehr gerne an viele Sachen auf einmal. Denken Sie an diese Meetings, wenn wir das und das und das und das und das anpacken, wir machen eine Maßnahmenliste und machen Namen drauf, dann können wir ja schnell handeln und jeder arbeitet an seine Sache, da kommen wir ja schnell voran. Das ist sowas von unwissenschaftlich. Ja, wir verlieren überhaupt den Überblick, was ist Ursache und Wirkung. Ist es jetzt besser geworden? Ja, warum? Keine Ahnung, wir haben an 6 verschiedene Schrauben gedreht. Weil wir Menschen das so gerne machen, haben wir dieses ultra simple, einfache Formular eingeführt. Die Hindernisse, die man glaubt zu haben, werden auf der Liste gebracht. Und dann macht man einen Pfeil dran, man fragt den Lerner, an welches eine Hindernis möchten Sie jetzt arbeiten? Und am Anfang haben wir das meistens über Pareto gemacht, machen wir überhaupt nicht mehr. Ja, dann hieß es immer, die Lean-Lehre hat gesagt, immer das größte Problem angehen oder das mit dem meisten Potenzial. Das machen wir überhaupt nicht mehr. Die Probleme, die in dieser Grauzone auf Sie warten, die werden auf Sie warten. Es ist egal, wo Sie beginnen, Sie werden alle Hindernisse, an denen Sie arbeiten müssen. Viele Hindernisse lassen Sie einfach liegen, weil sie nicht so wichtig sind für diesen spezifischen Zielzustand. Das ist jetzt nicht Lean, wo wir sagen, was sind hier die Potenziale, was sind hier die Verschwendungen. Es ist Lean, wo wir sagen, da ist unser Zielzustand. Wir haben begrenzte Zeit im Tag, wir haben begrenzte Fähigkeiten zu verbessern. Was müssen wir tun, um dieses Ziel zu erreichen?
ja, nett, wenn wir jetzt hier Sauberkeit und Ordnung machen. Und das ist auch wichtig, wenn Sauberkeit und Ordnung uns hilft, den Zielzustand zu erreichen, dann machen wir das. Aber wenn nicht, dann müssen wir zusehen, dass wir uns auf die Hindernisse, die wichtig sind, konzentrieren. So, die werden da aufgelistet, aber der Lerner darf nur an ein Hindernis hinter den, auf einmal arbeiten. Das hat zwei Effekte. Einmal, man macht nicht mehr diesen breiten überall Schießen Vorgehensweise. Und zweitens, es zeigt Wissensgrenze. Das heißt, wenn Sie Ihren Zielzustand erreicht haben, die Liste wird ja ständig aktualisiert, denn auf den Weg durch diese Grauzone stoßen Sie auf neue Hindernisse. Die werden da notiert und am Ende, wenn Sie am Zielzustand sind, können Sie reflektieren mit den Lernern. Lasst uns mal durch die Liste gehen, wie viele von diesen Hindernissen, die wir dachten Hindernisse sein werden, haben wir gar nicht bearbeitet. Und es ist erstaunlich. Und wie viele Hindernisse sind auf der Liste, die wir am Anfang gar nicht gesehen haben. Und das hilft den Lerner zu sehen, aha, meine Wissensgrenze ist hier, ich kann nur so weit sehen. Also ein ganz einfaches Formular, aber es hilft uns halt, das zu tun. Hier ist noch eine Routine, ein Formular, das ist für der Coach, die 5 Fragen, da gehe ich jetzt nicht ganz durch, aber Sie haben ein Exemplar, dank CETPM, bei Ihnen in der Mappe drin. Also wenn Sie es in der Hand haben, können Sie gerne im Video mit den 5 Fragen folgen. So, lass uns Entschuldigung, auf 4 gehen. Good morning, Alan. Good morning, Dwayne. Good to see you again. Really appreciate you taking the time to meet with me this morning. I really would like to get going and understanding a little bit more about the challenge that you and the rest of the site are working to accomplish. Well, our challenge in the Primaxin value stream is to increase our production rate by 500 trays per shift to 600 trays per shift. And we need to accomplish this with our existing headcount. Okay, great. So now let's take it down level and talk a little bit more about how that relates to you and your team. What is the target condition that you're striving to achieve? Well, supplies inspection, our piece of the value stream, we need to establish a workflow system in this area that's both planned and leveled. Okay. And by when are you looking to achieve this? By the end of the year, which is 4 months from now. Okay. So teach me and tell me a little bit more about how then this target condition relates back to the challenge that you just shared. Well, we need additional capacity, and we predict that if we can get our work into a planned and level state, then we'll have the capacity to support the value stream challenge. Okay, very good. So then what is actually happening now? Currently, our work is 80% unplanned, and it's not leveled. So good. Okay. There are a number of interruptions that occur throughout the day that create this unplanned state, and you can see them in this graph here. Wow, okay. Very good. All right. So let's move on. So then what obstacles do you think are preventing you from achieving your target condition? We have 4 obstacles that we've identified. One being that deliveries come in batches. We get a large number of batches of materials at one time. Another being interruptions, and in particular, the supplies inspection personnel being interrupted to go back into the warehouse and direct the movement of materials. Okay. A third is the occasional high reject rate of particular materials that come in. And the fourth was that everyone on the supplies inspection team is not cross-trained to do all activities. Okay. Very good. Sounds comprehensive. So which one are you addressing now? Now we're working on the supplies inspection personnel going into the warehouse to direct the movement of materials, the interruptions that activity causes. Okay, great. So let's take a step back and let's reflect on the last step that you took in order to address this obstacle. Mm-hmm. Let's walk through this. So what was the step that you took? Well, our step was to try to have the receivers in the warehouse direct material movement. Okay. And what did you expect? Well, we expected really just to learn what we needed to work on. Okay. And to be able to make that transition. All right. What actually happened, though? Well, what happened is that the receivers didn't have the sampling plan and didn't know how to interpret the ANSI tables, so they didn't have the information they needed to direct material movement.
All right. And in the end, what did you learn? We learned that the receivers need additional information and some instruction. Okay. So share with me now, if you will, the next step that you plan on taking, your next cycle. Well, our next step is to assess the information that the receivers will need to be able to direct material movement. Okay. So tell me a little bit more about how you plan on taking that step. Well, we currently have a sampling plan that has a lot of information in it, and so we want to go through that and identify which pieces the receivers need for directing material movement. And who will do that? I'll probably sit down with that plan and go through and try to determine which pieces of information are needed. Okay, good. And what do you expect with this step? Well, we expect to learn what we need to put into a job aid for the receivers. Okay, great. So then when can we go see what you have learned from taking this next step? Tomorrow afternoon, we should have identified the information that the receivers need. Okay, so. Great. Well, Alan, I really appreciate you taking the time to meet with me this morning, and it sounds like you guys are well on your way. I really encourage you and the team to continue following the scientific process that you're taking. Mm-hmm. Well done. Oh, thank you. Okay, prima. Und dann zurück auf eins. Super. So, entschuldige, dass es auf Englisch ist. Vielleicht nächstes Jahr vielleicht auf Deutsch. Ein von einem deutschen Unternehmen, ein Coaching-Zyklus. Wir haben es gefilmt, das heißt, es war geplant, wir standen da und wir haben mehrfach versucht, ne, das richtig zu kriegen. Aber der Beispiel ist nicht gestellt. Ja? Also es ist ein echter Beispiel und ein echter Fall. Es ist, also links Coach, ja? und hier Lerner. Es ist nicht fancy, es ist nicht ein hübsch gemacht. Ja? Wir haben mehrere von diesen und wenn wir sie hintereinander zeigen, es ist nicht, wie sagt man, fancy? Ah endlich. Nee, fancy ist aber auch im Deutsch bekannt. Ja, okay, Englisch dann. Nicht fancy. aber das, gerade hier ist, oh. Hier ist, wo es passiert. Ja? Hier ist, wo die Haltungsänderung beginnt. Hier ist das Üben. Ja? Also hier werden Skalen geübt. Ja? Fürs Video haben wir es jetzt relativ knapp gehalten. Der Coach, ein erfahrener Coach, stellt meistens auch clarifying questions, Zwischenfragen. Ein oder zwei waren drin. Sag mir ein bisschen mehr. Wie möchtest du die Daten sammeln? Erklär mir ein bisschen mehr. Wie hast du vor, dieses Experiment durchzuführen? Ich glaube, Sie kennen es vielleicht, wir haben am Anfang sehr viel Warum gesagt, das ist so Parole in Lean, say why, ask why, das ging total in die Hose. Ja. Wenn der Coach, das ist meistens der Manager von dieser Person, wenn er da steht und sagt, was ist dein nächster Schritt, warum? Oder fünfmal warum, der ist am Boden, ja, der ist dann defensiv und so weiter. Wir haben Warum gestrichen, wir benutzen Sachen wie, erklär mir ein bisschen mehr, wie hast du vor, das zu tun? Sag mir bitte, erläutere mal ein bisschen, wie soll das Experiment ablaufen? Wie würdest du wissen, ob das Experiment erfolgreich war oder die Hypothese widerlegt ist? Wie möchtest du das messen? Solche Fragen. Ja. Interessant ist, diese Person arbeitet wie ein Wissenschaftler. Das heißt, er plant einen Schritt auf einen Zielzustand hin, es gibt ein Problem, wir versuchen diesen Zielzustand zu erreichen, es gibt ein Hindernis, ein Problem, er plant seinen nächsten Schritt, er macht sogar eine Voraussage, meine Hypothese ist, wenn ich diesen Schritt nehme, Folgendes passiert, er weiß, dass das vielleicht nicht so eintreten wird, aber dass er davon lernen wird, er führt es durch und dann reflektiert er, was habe ich gelernt und wie beeinflusst das meinen nächsten Schritt. Es gibt einen Plan, desto weiter der Zielzustand in die Zukunft liegt, desto mehr muss man planen, das ist klar. Toyota plant auch im feinsten Detail, aber die Schritte, die genommen werden, stehen in keinem Plan. Es gibt keine Pareto-Chart hier, es gibt keine Maßnahmenliste, ja? Denn der nächste Schritt kommt aus dem Experimentieren heraus. Denken Sie dran, der Zielzustand hat einen Termin, es ist nicht ein willkürliches Experimentieren, ja? Es ist harte Arbeit. Ja?
Das ist für uns in der Lean-Welt war das ein kompletter Umschwung, ja? Denn wir haben immer Maßnahmenlisten abgearbeitet. Was wollte ich noch sagen hier? Dieses Muster wiederholt sich, das heißt, der Coach kann mehrere Mitarbeiter coachen. Es ist nicht ein, aha, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich die Lücke gefunden. Es ist kein Torpedo-Schicken. Der Lerner weiß, welche Fragen gestellt werden, diese 5 Fragen, und ist bereit, auf diese Fragen zu antworten. Alle wissen, worum es geht. Sie arbeiten im Grunde genommen zusammen. Das heißt, der Manager führt den Prozess. Er macht vielleicht Kurskorrekturen, wenn Sie nicht ganz richtig handeln, wissenschaftlich handeln, dann würde er eine kleine Übungskorrektur einfügen. Genau wie in Sport und Musik. Er leitet den Prozess, nicht den Inhalt. Dadurch wird die Kreativität des Mitarbeiters ans Tagelicht gebracht. Dadurch laden wir den Mitarbeiter ein, kreativ zu sein, und wir geben die Kreativität des Mitarbeiters eine Form, einen Kanal, einen Weg, wie es zur Geltung kommen kann. Sie werden staunen, wie viel Kreativität in den Menschen drin ist. Aber ich glaube, am Ende des 20. Jahrhunderts hatten wir Konzepte, um Kreativität herauszubringen. Sie sind eine freischaffende, self-directed Mitarbeitergruppe. Was möchten Sie tun? Ja? Dadurch kommt Kreativität nicht in der Laufbahn. Ja? Kreativität muss gemanagt sein. Und wenn Sie es eine Form geben und kanalisieren, dann kann es zuvorkommen. Ja? Es ist ein geführter Prozess. Was haben wir sonst hier? Ja, und der einzige andere Punkt, den ich machen wollte, ist, die Fragen sind alle, mein Kollege Bill Costantino sagt, in real time. Was ist der Zielzustand? Was ist der Ist-Zustand jetzt? Was war gerade Ihr letzter Schritt? Was ist Ihr nächster Schritt jetzt? Was erwarten Sie von diesem Schritt jetzt? Wir beschäftigen uns also mit dem, was wir jetzt mit Daten und Fakten direkt unmittelbar vor uns stehen. Nicht um Sachen weit in der Zukunft. Okay, das ist Wissenschaft. Das heißt, diese kleine, rapide Experimente, dadurch wird unser Wissen sehr schnell voran. Und ich finde, das ist auch von Bill, das ist ganz gut, manche Schritte gehen auch zurück. Ja? Es ist nicht eine gerade Linie dahin, absolut nicht. Ja? Den Weg kennen wir nur in Rückblick. Ja? Wenn wir hier stehen und sagen, wow, haben wir geschafft, ja? Termin, dann schaut man zurück und dann kann man den Weg sehen. Ja? Sonst sieht man den Weg nicht. Das heißt, Sie als Manager entwickeln eine Meta-Gewohnheit, eine inhaltsneutrale Gewohnheit, die dann überall angewertet werden kann in Ihrem Lerner. Hier der Lerner, die Hindernisse, an denen der Lerner arbeitet, die werden sehr vielfältig sein, sehr verschieden sein auf dem Weg zum Zielzustand. Kann man gar nicht alle vorhersehen. Aber was der Coach macht, was Sie im Video gesehen haben, er wiederholt die gleiche Routine immer wieder. Der Lerner hat den Zielzustand, diesen Prozess Zielzustand zu erreichen. Der Coach hat den Zielzustand, den Lerner als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu entwickeln. 2 verschiedene Zielzustände. Das ist jetzt die, wie soll man sagen, wir sagen the fly in the ointment. Das ist Catch 22. Der Manager muss erst mit der Verbesserungskarte vertraut sein, bevor er coachen kann. Ja, wenn Sie Golf coachen wollen, müssen Sie Golf spielen können. Sie müssen nicht der Profi sein, aber der Coach macht ja Korrekturen. Aha, Thorsten, du hältst das gerade falsch, mach mal so. Ja, genau. Ne? Also wie beim Sport und Musik. Um das machen zu können, muss der Manager zuerst Erfahrung mit der Verbesserungskarte sammeln. Und da haben wir echt ein Problem, denn die meisten Manager, Coaching ist Mode im Moment, ja? Fast leider. Und der Manager sagt, ich will ein Coach sein. Gerne, lass uns mit der Verbesserungskarte anfangen. Nein, 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 ich will Coach sein. Lass uns mit der Verbesserungskarte anfangen. Ja, das ist keine intellektuelle Aufgabe, das ist vielmehr eine Sache des Üben, eine physische Aufgabe. Zusammenfassung, Manager sind Lehrer, ja, automatisch. Was sie sagen, was sie tun als Manager, wird ihre Leute beeinflussen und prägt die Unternehmenskultur. Ja. Und die Rolle von Manager, die verändert sich. Und die Manager können unsere Hilfe benutzen. Das heißt, in der Vergangenheit, hier ein schönes altes Bild, da war die Aufgabe des Managers vielleicht, die Arbeit ein bisschen zu organisieren, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu bringen, die Resultate immer abzutasten. Ja, also es ging hauptsächlich um Effizienz. Heute reicht Effizienz nicht mehr aus. Verschwendung eliminieren, Effizienz,
das alleine ist keine Garantie für Wachstum im Unternehmen. Ja. Heute ist es ein bisschen anders. Wir haben eine komplexe, dynamische Welt und Manager müssen mit ihren Leuten arbeiten, nicht nur um Effizienz zu erreichen, aber um diese Fähigkeiten zu entwickeln, damit wir neue Ziele und Herausforderungen, die entlang unvorhersehbare Wege liegen, bewältigen können. Ja. Also es ist eine etwas andere Managementaufgabe. Und ich glaube, der wichtigste Satz hier ist, die Manager könnten unsere Hilfe gebrauchen. Denn das, diese Aussage hier, das ist nur ein Konzept. Liebe Manager, bitte entwickeln Sie die Fähigkeiten Ihrer Menschen, denn heute leben wir in einer komplexeren, dynamischeren Welt. Viel Erfolg. Ja? Das ist nur ein Konzept, das wird nicht helfen. Das heißt, wir haben eine Kata, die Manager ausüben können. Das könnte man vielleicht so darstellen, diese Veränderung im Management, also ein bisschen weg von Command and Control, um diese und mehr diese Fähigkeiten zu entwickeln, während der realen Arbeit. Der Manager entwickelt die Person, aber die Personen in dem Unternehmen führen zum Unternehmenserfolg. Das heißt, Employees enable the company's success, dadurch gewinnt die Organisation, dadurch wird die Firma ein Arbeitsplatz, der Leute anzieht und dadurch können wir gute Mitarbeiter anziehen und behalten und der ganze Zyklus wiederholt sich. Ja? Das heißt, der Manager steht außerhalb dieses Kreises, das sind die Mitarbeiter und ich als Manager, ich helfe diesen Kreis im Laufen zu bringen, indem ich sowas wie die Verbesserungskata mit meinen Mitarbeitern übe. Darum geht es eigentlich.